So, fortsetzen. Die Frage ist, wo er gespeichert hat. Und warum ich gerade Sachen runterschmeiße. Willst du heute länger machen? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich heute bis 9 Uhr mache. Beziehungsweise, dass ich allgemein den Stream von 5 bis 9 machen kann. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. So, cool, dass er das hier gespeichert hat. Also klar, Lydia ist jetzt erstmal wieder Single da sein, aber ist ja egal. Wobei, ist Lydia schon hier auf der Karte? Entschuldigung. Hast du was gegessen vor 5? Ja, habe ich. Habe ich ganz brav habe ich das gemacht. So, ich werde jetzt von Wildschweinen attackiert. Das ist mir aber egal. So. Ich werde aber, ich will erstmal hier hoch. Ja, ja, ich weiß. Ich zeige euch mal, was eine Assassine macht. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Entschuldigung. Das war natürlich ganz viel am Platz. Und das ist wirklich schön. Hachi! Platsch. Ah, voll romantisch in ein Alter, wie viele Rosen haben die denn hier zerschnitten? Alter. Entschuldigung. Hier ist alles, was du wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte. Natürlich. Na klar, ich bin nicht ein Maulesel. Ja. Also na klar, weiß ich, also ich würde es so ironisch machen. Ich weiß nicht, ob sie es ironisch macht. Okay, ihr seid fürs Zweite. Ich besorge dir sicher nicht noch was. Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich klappt. Und was passiert, wenn es nicht klappt. Die sind irgendwie ein bisschen verwirrt, die beiden. Aber ja. Aber ja, es muss ja klappen, weil er hat ja schon eigentlich gesagt. So, sei bitte da. Ich mag dich. Ich tue die ganz doll mögen und hier sind ganz viele Frauen. Wieso zückst du deine Schwerter? Ich will nur die besten Waren verbessern. Und zwar. Jetzt sogar 334 SPS. Ulala. Dieser Speer mäht Feinde so mühelos nieder wie die Halme auf einem Weizenfeld. Hast du das mal gemacht? Das ist voll anstrengend. Ich will eine Waffe, die was anderes macht. Nein, Spaß. Gravieren? Nein. Hier haben wir gerade 2 Attentatsschaden. 4 Jägerschaden. Adrenalin bei... was ist am besten hier? Schaden an Tieren ist bestimmt das Beste. 4% Giftschaden mache ich ja nicht. Jägerschaden.
Ja, machen wir mal Attentatsschaden. Lich. Bin kurz essen. Guten. Entschuldigung, dass ich so tief gesunken bin. Fertig? Dann auf Wiedersehen. Ja, ich gehe ja schon. Guten Appetit, wollte ich sagen. So, das da zerstöre ich und das da wähle ich aus. Sehr schön. Bogen habe ich 9, aber den mache ich weg. Bin jetzt Level 15, das heißt, ich kann das da anziehen. Attentatsschaden mehr? Ich weiß nicht. Wie kann eigentlich das da mehr Rüstung haben als das da? Also nur so eine Frage. Ich frage für einen Freund. Aber ich glaube, ich nehme das trotzdem mal. Die Rüstung ist leider auch schon sexy. Ah, okay, jetzt check ich's. Das kommt mit so einer Tunika. Das macht natürlich die Rüstung aus. So. Jägerschaden gegen Spartanische. Was habe ich momentan? Jäger, Krieger und Attentatsschaden. 66. 70, 77. Feuerschaden. Feuerschaden habe ich ja auch nicht. Nee. Batana. Jägerschaden und Schaden bei aus. Okay, ich mach mal das. So. Aber an sich was Leichtes macht ja für uns ziemlich viel Sinn, wenn wir auf Jäger gehen. Oder wir machen halt gar nichts. Da gibt es ja noch so viel. Aber an sich macht es schon für Bogenschützen Sinn. Ja, aber nicht für Speerträger, ne? Ja, Speerträger, doch, Stabkämpfer, die müssen ja extrem, ernsthaft. Die müssen ja extrem, wendig sein. Ja, wer ist denn da? Tja, da war ich gerade, aber jetzt bin ich weg. Wo bin ich denn jetzt hin? Ja, wo bin ich denn? Lydia! Entschuldigung. Jedes Mal, wenn ich Lydia... Ich glaube... So eine Kampfhaut. Au! Der Hahn macht mehr Schaden als Lydia. Was sagst du dazu? Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht beleidigen. Alter, die kommt ja gar nicht zu mir. Sagt er und starb. Tschüss. So, Jagdhandschuhe ist natürlich cool. Ich muss beim Sterbkampf, bei Speerkampf, muss ich gar nicht so nah hin, ne? Ich kann mit Speer gar nicht, Speer verwöhnen, das hat keinen Nippelschutz. Nicht geeignet. Doch, wir haben ja eine Tunika. Jetzt sei doch nicht so.
So, Mentis, der Fanatiker. Der hat auch keinen Nippelschutz. Ist alles in Ordnung. Der Aufladeschlag vom Speer ist sehr nice. Okay, alles klar. Versuche ich mir zu merken. So, da drüben gibt es noch ein Ausrufezeichen. Da will ich mal kurz vorbeischauen, was das ist. Guten Tag. Was ist? Eine Tongrube, oder? Ja. Mit rotem Wasser. Was macht ein kleines Mädchen in einer Tongrube? Oh, eine Söldnerin. Weißt du doch. Hallo Söldnerin, ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Okay, das ist ja nett von dir. Ton ist ein merkwürdiges Geschenk für deine Freunde. Ach, was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt. Du siehst nicht aus, als könntest du dir das leisten, ehrlich gesagt. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmuckstücke, wenn du mir hilfst. Ja, cool. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Ich bin unheimlich? wo kann ich die Perlen finden? Die Perlen, von denen du sprachst. Wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben. In der Lagune. Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Mhm. Natürlich, die sind so unheimlich, ne? Wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Mal gucken, was ich finde. Wo sind deine Freunde? Die kommen bestimmt bald. Nicht mehr lange. Lauter, ich kann dich nicht hören. Ach, egal. Ich stell sie dir später vor. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns dann. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldnerin. Weil süß, wie die Cassandra so positiv bleiben will. Gut, wo sind denn die jetzt? Warte, wow. Ja, okay. Verlassene westlich von dem Tempel, Wiege der Mythe in Wiege der Mythen, nicht Mythe. Lagune Nordosten. Also hier dann, ne? Okay. Ja, doch. Ah, die Lagune mit den Perlen. Ja, und ein Hai. Das ist natürlich ja kein Problem. Wir haben einen guten Bogen. Hallo. Warte, da bin ich echt erleichtert, dass ich das gecheckt habe. Dass man die erschießen kann. Ja, du checkst leider nicht, wo die Schüsse herkommen, ne? Du kleine Rabauke. Au. Das hätte sehr weh getan. Also, so Lagunen sind richtig, richtig cool. Alter, wo geht's denn hier hin? Ich kann halt gar nichts sehen.
das war's. Oh. Das sind genug Perlen. Meinst du? So, sehr schön. Alter, wie lange wir die Luft anhalten können. Und schon wieder ein Typ. Was ist denn los? Der hat gerade Stress mit einem Bär. Oder einem Wildschwein. Ein Wildschwein für ein Wildschwein. Na gut. Wie kann sie so klar unter Wasser reden? Das habe ich gar nicht gecheckt sogar. Ah, Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ja, natürlich. Wir haben voll unter Wasser geredet. Aber wir sind ja quasi in ihren Kopf drin, ne? In der Trinne. Da geht es schon. What? Oh mein Gott. Ah, okay, alles klar. Da ist es ja. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Wir hätten ja auch rein theoretisch ein paar von unseren von unseren Edelsteinen geben können. Kostbare Edelsteine. Oh. Oh. Und die Schlangen halten ja echt nichts aus. Wie konnten wir die eigentlich halten? Beziehungsweise wie konnten wir aus einer verbrannten Schlange? Ihr wisst schon. Also wie konnten wir aus einer verbrannten Schlange Leder rausgewinnen. Alter, was laber ich eigentlich gerade? Das ist echt schlimm. Und bitte nicht mich in solchen Sachen bestätigen. Gut, hier ist nochmal blaues Zeug. Weiches Leder vor allem, ja. Okay, wo geht's nach da? Da geht's raus. Was macht die denn? Was? Come on. Ich will hier hoch. Und da unten. Da unten ist eine Schlange. Uhu. Glänzender Stein. Questgegenstände. Wunderbar. Bin jetzt beim Futtern. Viel Spaß. Und guten Hunger und sowas, ne? Bin echt begeistert, dass wenn wir die Fackel runterwerfen, dass wir nicht anfangen zu brennen. Das war ja bei Far Cry Prime und so einfach nur Kacke. Wieso schmeiß ich eigentlich das immer hin? So. Gut, wir brauchen noch, ich glaube, ein... Ah,
eine oder zwei glänzende Steine. Nee, ich wollte nicht den rufen, sondern... Ja, alle sind da am Essen oder Essen machen. Ja, das stimmt. Ich brauche noch... Ah, hier sind nochmal glänzende Steine da drüben. Oder nee, das ist auch nur Eisen. Da drüben auch nur Eisen. Was sind noch Steine? Glänzende Steine. Gut. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Da geht's ja noch weiter runter. Habe ich gar nicht geblickt. Hier wären auch nochmal glänzende Steine gewesen. So, jetzt kann ich schon zum kleinen Mädchen. Bye bye. Wieso stand er hier? Was war sein Sinn und Zweck? Gut, dann schlitzen wir mal nochmal okay, ja, Gewehr weg. Sonst hätte ich ihn ja gerne hier in das. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte.